Meine Haut ist ein bisschen zickig. Das ist schon auch bedrückend für einen selbst. Einfach zu wissen, dass da ganz viele Pickel im Gesicht sind, die man halt auch sieht. Da man Kommentare bekommt teilweise, ob man wieder in der Pubertät sei, obwohl man mit 25 ja eigentlich schon längst draußen ist. Ich glaube, ich würde das heute einfach ignorieren. Einfach weil, wenn du lächelst, das ist es, was Leute sehen und nicht die Akne. Ich habe damals sehr viel unternommen, um die Pickel zu verstecken. Es hat eher nur noch mehr Pickel verursacht. Das hat mich schon ziemlich fertig gemacht, auch weil es an meinem Selbstbewusstsein genagt hat. Die Produkte von Paula's Choice zu benutzen, ist halt für mich einerseits total befreiend, weil meine Haut unglaublich viel besser geworden ist und ich mich auch viel selbstsicherer fühle. Und andererseits ist es auch so ein Wellness-Faktor für mich. Also ich genieße das total, mich abends irgendwie bettfertig zu machen oder morgens. Besonders gut an den Produkten gefällt mir natürlich, dass sie einfach wirken. Also ich sehe halt einen absoluten Unterschied. Ja, da bin ich super happy mit. Also was mir besonders gut an mir persönlich gefällt, ist, dass ich ein sehr offener Mensch bin. Ich gehe auf Leute zu, ich lache sehr viel. Ich mag meine Augen an mir sehr gern. Ich glaube, die sind relativ ausdrucksstark. Ich könnte vielleicht ein bisschen größer sein. Ich bin so klein. Jeder mag es. Ein Teil von mir. Also ich würde gar nicht sagen, dass ich unbedingt was an mir verändern möchte, einfach weil ich dann ja auch nicht mehr ich selbst wäre. Klar, man ist nie perfekt, aber für mich, ich bin ja so, wie ich bin und dementsprechend würde ich halt auch nicht äußerlich was groß verändern wollen. Ein strahlendes Lächeln ist einfach für mich der absolute Ausdruck der Schönheit. Also da können noch so viele Makel sein im Gesicht, am Körper. Ein strahlendes Lächeln ist einfach die pure Schönheit.